Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Point and Click. Was spielen wir eigentlich? Ach ja, The Book of Unwritten Tales, natürlich. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, als wir in die mehr oder minder gut ausgestattete Einraumwohnung von Gevatter Tod gekommen sind. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Das ist der Tod. Er sieht unglücklich aus. Aber die Frage... Todunglücklich, sozusagen. Ich möchte mich für dieses billige Wortspiel in aller Form entschuldigen. Es wird nicht wieder vorkommen. Das mag ich bezweifeln. Ich glaube, der hat noch ein paar. Tag, Tod. Hallo. So, könnt ihr nicht einfach einen Partner mit diesem Buchen schreiben? Ich muss sterben oder vielmehr, ich muss zu einem Geist werden. Das ist das Problem und das möchte ich ihm auch jetzt näher bringen. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Ach ja, genau, da war ja was. Ja, ich verstehe die Problem. Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Solange dein Name nicht in dem Buch steht, darf ich dich nicht töten. So gern ich das auch würde. Boah, das ist aber lieb. So, also das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir uns, wir müssen uns doch einfach... Ich muss weiter. Einfach selbst verewigen. Langweilig hier. Oh Mann. Ja, also der Tod zu sein in einem Point-and-Click-Adventure ist bestimmt nicht das Gelbe vom Ei. Das ist das Buch der Toten. In diesem Buch sind die zurzeit steht aber kein ein... Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wir haben doch die Möglichkeit hier. Wir nehmen einfach die Feder. Und tun die erstmal ein. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Ja, genau. Die Frage stellt sich jetzt noch. Weil so ein Dödel bist du. Was glaubst du, tust du da? Junge, ich helfe deinem Leben noch Sinn zu geben. Weißt du? Das Universum aus den Angeln hier. Ach so, ich sehe schon, das haben wir das letzte Mal auch schon ausprobiert. Weil die Antworten kommen mir irgendwie bekannt vor. Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Okay. Also, wie so oft, Was? Nimm ein Stück des Taus? Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Ja, das ist ein schönes, dünnes Seil. Was? Für was brauchen wir denn das Seil? Was ist denn das hier? Achso, das war das Zaubertrankrezept. Ja, okay, ich verstehe. Also wir müssen den ein irgendwie ablenken. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Also ich gehe davon aus, dass eigentlich der Ofen bestimmt dazu... Warte mal, wo führt denn das Rohr dahin? Vielleicht das Rohr verstopfen? Was ist das hier denn? Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Also wir müssen den Tod irgendwie ablenken, sodass wir unseren Namen da reinschreiben können. Damit wir sterben. Ich meine, wir haben Seil, wir könnten uns auch praktisch selbst da hängen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist zu martialisch und das werden die auch gar nicht so vorgesehen haben. Und ich untersuche hier nochmal ein bisschen die... Das Zimmer, aber das scheint tatsächlich jetzt erstmal nichts weiter zu sein. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln. Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Oder nehmen wir doch direkt mit. Ich würde ganz gern nochmal hier drauf gucken. Hier stehen die Zutaten und die Schritt für Schritt an. Am besten kümmere ich mich... Ja. So, ach, hier hat man's. So, also die Geister... Oh, guck mal, es hackt Zucker von selber ab. Ne, das ist doch schon mal etwas. Schimmel, Schleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaten. Eine Kristallfiole. Im Prinzip haben wir noch eine. Aber ich glaube, wir finden eventuell einen Großteil dann in dieser Unterwelt. Aber was können wir denn machen, um dem... Können wir die vielleicht essen? Und dann
Damit zum Geist werden? Ich weiß es nicht. Ah, Mann. Hex, Hex. Gib mir, was ich brauche. Verdammte Axt. Okay. Ah, den ablenken. Das erscheint mir irgendwie gerade nicht eindeutig zu sein, wie ich es schaffe, in das Buch was reinzuschreiben. Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Was? Mal sehen. Ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Das ist sehr schön, aber für mich halt nur nicht das primäre Ziel gewesen. Aber wir haben zumindest etwas gefunden. Nein. Nein, Gott weiß, ich habe nicht in diese Richtung gedrückt. Wilbur macht es mir auch manchmal richtig schwer, ihn gern zu haben. Oh, gut, gut. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne, so weit weg von der Stadt? Wahrscheinlich hat der Tod Angst im Dunkeln. Verstehst du? Todesangst. Fange ich auch schon damit an. Und schon habe ich wieder bewiesen, dass ich kaum kreativer sein kann als die das Spiel geschrieben haben. Wie krieg ich den Tod abgelenkt? Ich könnte ja Silvesterknaller an seinen Ofen werfen. Vielleicht geht er ja durch kaputt. Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den Ballenmagie gewirkten Stoff und dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst? Verzauber ich dich, mein Freund, ich habe einen Zauberstab. Ja, mit Selbstmord werde ich ihn, glaube ich, nicht beeindrucken können. Das wird dem herzlich egal sein. Oh, nicht mehr mein Freund. Dann sage ich die Stadtwache, dass sie sie verhaftet. So, ja, die Stadtwache, na super. Das ist... das ist alles keine gute Argumentation. Da wird er überall drüber lachen, selbst über die Stadtwache. Man erkennt den Typen ja auch. Weißt du, wie faul der ist? Sonst mag ich sie nicht mehr und sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Was denn für ein Sack? Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Sehr gut! Ja. Ich wollte, was habe ich eben noch gesagt? Ich wollte Böller reinwerfen in den Ofen. Sehr gut. Sogar Vater tot. Ich bin schon im Prinzip auf dem Weg zu dir. Exzellente. Freue ich mich gerade so ein bisschen. Wer auch immer das Spiel geschrieben hat, scheint ein bisschen artverwandt mit mir zu sein. Ah, Crimson Cow, Leute. Beziehungsweise Entwickler von, was war's, King Art? Wir verstehen uns. Gute Leute. Hervorragend. So, genau das machen wir jetzt auch. Ah, das stört nicht! Feuerwerkskörper kann ich reintun, ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... im Ofen knallt und raucht es. Das ist noch nie passiert und ist irgendwie auch verdächtig. Aber
Ich kann meinen Blick nicht vom Ofen abwenden. Sehr gut. Wildburg-Wetterquarz. Weißkammgebirge. Todesdatum? Jetzt gleich. Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Seltsam. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Er bekommt anscheinend keine Push-Mitteilung. Irgendwo auf dem Handy oder so, dass ein neuer Eintrag im Buch da ist. Also müssen wir das wahrscheinlich selber machen. Was macht ihn gleich mal sympathischer? Tag, tot. Hallo. Er benutzt anscheinend keine Smartphones. Der Gute. Hat der es gut. So. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Nein, jetzt verstehe ich sie nicht mehr. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Ihr guckt doch einfach mal in das Buch rein. Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Tod hat zu viel und hier ist die Hölle los, nee. Ich lasse meine Finger von dem Buch der Toten. Ja, aber mein Name steht drin. Ich habe nochmal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Das ist ja wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Lebe wohl, Sterblicher. Oh, hoffentlich geht's schnell. Ah, das tat gut. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Was? Ja, jetzt wo wir so viele Wortschöpfungen bzw. Sprichwörter hatten zu Tod, können wir jetzt auch ein bisschen die geisteslose Haltung genießen. Beziehungsweise diesen geistlosen Spruch, den er gerade gemacht hat. Okay. Also was wir jetzt machen müssen, ist ja relativ easy. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Ach so. Ich sehe schon, die Leute hatten keinen Bock gehabt. Guck mal, Meister Markus. Ich bin tot. Ja. Meister Markus? Ja. Hallo. Okay, wir können in der Zwischenwelt keinen Kontakt aufnehmen. Er scheint mich nicht wahrnehmen zu können. Gut, dann beißen wir in den sauren Apfel. Wir gehen jetzt den kurzen Weg und ich kann aufs Inventar gerade nicht zugreifen. Shit, was war's denn? Irgendein Artefakt, ne? Also gut, es muss wohl sein. Ich bin echt gespannt. Stunden später. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Was, das war's? Eine fantastische Welt, mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden.
Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Was? Oh Mann, ey. Ach Leute, schön verarscht. Sehr gut.